Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute das Thema Stadtwerke, ein Thema, was sich beim ersten Mal nicht wirklich sexy anhört, was aber von sehr weitreichender Bedeutung für die Stadt ist. Andere Städte haben seit Jahren eigene Stadtwerke. Bei uns läuft noch alles unter dem Dach der Stadt. Wir haben im Stadtrat beschlossen, wir werden uns das genauer anschauen. Letzte Woche haben wir die Ergebnisse einer Untersuchung präsentiert bekommen und haben entsprechend auch entschieden, wie es weitergeht. Wir standen vor der Frage, was wollen wir tun? Wollen wir den Status quo beibehalten? Wollen wir so weitermachen, wie es bisher war? Oder wollen wir eigene Stadtwerke gründen? Wenn wir sie gründen, in welcher Rechtsform? Als Eigenbetrieb der Stadt, also sehr nahe an der Verwaltung. Wollen wir eine GmbH gründen? Das heißt, eine private Rechtsperson, wo sich auch andere daran beteiligen könnten. Oder wählen wir so einen Zwischenweg wie das Kommunalunternehmen? Das heißt, eine Rechtsform, die nur der Kommune zugeordnet sein kann, allerdings auch gewisse Vorteile hat, wie ein Privatunternehmen sie mitbringt. Und die zweite Frage war, welche Bereiche wollen wir denn integrieren? Wollen wir nur Abwasser, Wasser als Kern haben oder wollen wir eine weitere Auswahl betrieblicher Bereiche hinzufügen? Ja, die Frage war relativ eindeutig. Wir haben eine wirtschaftliche Bewertung aufgestellt. Wir haben geschaut gehabt, wie sind die wirtschaftlichen Ergebnisse? Wie schaut es organisatorisch aus? Was bedeutet das fürs Personal? Wie sozialverträglich ist es? Und letztendlich war dem Kommunalunternehmen, also einer Anstalt des öffentlichen Rechts, eindeutig der Vorzug zu geben. Der Vorzug deswegen, weil zum einen es eine Organisationsstruktur ist, die sehr nah an der Kommune liegt, aber auch privatwirtschaftliche Vorteile hat. Man kann beispielsweise nicht, wie in der Kommune, muss man strikt vergeben nach gewissen Richtlinien. Dort kann man kommunale Unternehmen bevorzugen, man kann nachverhandeln, man muss natürlich trotzdem auf Wirtschaftlichkeit achten, aber man ist etwas freier, man kann, wie gesagt, eine Verhandlungsrunde einlegen. Das Personal auf der anderen Seite wird nicht schlechter gestellt, als es heute ist. Man kann aber im Gegensatz dazu nach oben abweichen vom Tarifvertrag. Das heißt, man kann in den Berufen, wo der Markt nur sehr schwer Mitarbeiter hergibt, auch etwas drauflegen, um die Mitarbeiter dazu zu bewegen, ins Unternehmen zu wechseln. Man hat in Summe eine kleinere Organisationseinheit als heute in der Stadt. Man kann besser steuern, man kann schneller entscheiden, man kann sich am Markt sehr günstig refinanzieren. Man hat auch eine Buchhaltung, wie es in der Wirtschaft üblich ist, nicht wie in der Kommune, wo man nur schaut, was in einem Jahr rausgeht und wieder reinkommt, sondern dort kann man über lange Zeit hinweg schauen, wie entwickelt sich ein Unternehmen, ist es wirklich wirtschaftlich. Also in Summe ein ganzes Bündel an Vorteilen. Drum die Organisationsform Kommunalunternehmen. Und die Frage, was kommt rein, haben wir folgendermaßen entschieden. Zum einen als Kern Wasser, Abwasser, aber auch der Bereich Bauhof, Friedhof und eben auch die öffentlichen Parkgaragen. In Summe gehen wir davon aus, dass wir deutlich besser fahren werden, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Ja, und so war es denn auch sehr erfreulich, dass der Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung des beratenden Büros hier einstimmig gefolgt ist. Das war ein zentraler Punkt der bunten Koalitionsvereinbarung, aber auch die Opposition konnte es komplett mittragen. Von daher ein starkes Signal nach außen, aber auch ein sehr starkes Signal, dass wir gemeinsam beschlossen haben, dass wir im Fortgang jetzt untersuchen werden, ob es Sinn macht, die Strom- und Gasnetze aus den Händen der großen Versorger zurück in die Hand der Bürger zu holen. Der Beschluss ist ebenfalls einstimmig gefasst worden. Das werden wir die nächsten Wochen untersuchen oder die nächsten Monate untersuchen und werden hier auch Ende 2012 eine grundlegende Entscheidung treffen. Wobei eines klar ist, das Kommunalunternehmen, wie wir es beschlossen haben, ist die ideale Basis, künftig auch die Netze selbst zu betreuen und den Bürgern Strom und Gas aus kommunaler Hand anbieten zu können. Jetzt heißt die nötigen Vorbereitungen treffen, denn bis zum 01.01.2013 wollen wir die Stadtwerke dann auch wirklich gegründet haben. Und dann wollen wir auch sehr zeitnah die Betriebsgebäude aus dem Zentrum der Stadt auslagern. Das heißt, hier auf der Fläche hinter mir, unterhalb vom Krankenhaus, wird der Bauhof eine neue Heimat finden, der Bereich Wasser, Abwasser. Und dort wird auch genügend Platz sein, um künftig die Bereiche Gas und Energie zu betreuen. Momentan machen wir gerade den Bebauungsplan und dann wollen wir bis 2014, wie gesagt, endgültig ausgelagert haben. Also, es bleibt viel zu tun, aber es war die grundlegend richtige Entscheidung. Eine Entscheidung, von der die Bürger der Stadt viele Jahrzehnte profitieren werden. Wir machen uns jetzt an die Arbeit und wir sehen uns demnächst wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Servus.